1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trust and Betrayal. Bei mir ist da das Cario. Hallo. Hallo. Und ich muss auch schnell wieder weg von meinem Haus, denn wie gesagt, sie wissen ja, wo ich wohne und ich bin doch nicht beim Farm gewesen, sondern bei meinem Haus. Oh nee. wir sind Team Rot, ne? Also wollte ich das nochmal erwähnt haben, Team Rot. Genau. Und es sind gerade 4 andere aus Team Blau drauf. Ja, und ich hab Angst. Ich muss bloß mal erwähnen. Ach, da bist du nicht alleine, das ist schön. Aber theoretisch dürfen wir ja nicht in mein Haus rein, ne? Wenn man es so nimmt. Also, ja, theoretisch dürfen die nicht rein, das stimmt. Aber du bist halt besser dran, du suchst hier in der Safe Zone was, weil... Lol. Okay, ist eine Bett. Okay, ich bin erschrocken. Jetzt mal, wenn ich den Fledermaus sehe, habe ich schon Angst, weißt du? Da habe ich schon Schweißperlen ja. auf der Stirn. Ja, ist klar. Dass sich da jemand verwandelt in eine Fledermaus oder so. Gut, ich bin gerade in meinem Haus. Und leg gerade Zeug ab, das ich nicht mehr brauche. Wobei, den Bogen kann ich mir behalten. Da war einfach so Spaß, wenn ich einmal jemanden abschießen möchte oder so. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob die vielleicht sogar selber denken, wir sehen es auf sie, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt. Ja, nee, zu zweit, das ist ein bisschen, weißt du, 2 gegen 4. Bin nicht auf PvP aus gerade. Hast du eigentlich genug Essen für dich? Im Moment ja. Im Moment ja, aber hast du so Essensprobleme oder so? Nee. Nein? Okay. Ich wollte mir auch eigentlich ein Netz holen nachher. Ich habe mir einen Waypoint gelegt, weil ich vor uns irgendwo Kühe gesehen habe. Und Maru hat mir ein Netz gegeben, damit kann man die Kühe holen. Netz auch schon für Kühe? Ja, du kannst die da reinpacken und dann kannst du die mitnehmen. Also sozusagen ins Inventar packen lebend. Und geil. Ich habe auch schon Eier gefunden und versuche nachher mal Hühner zu züchten. Also okay. Ich bin gerade der cool. ganz andere Züchter, denn ich versuche es gerade mit Brot. Mit was? Brot. Brot, okay. Weed habe ich noch gar nicht gefunden, muss ich zugeben. Ich habe Barley gefunden und daraus macht man sich Weed. Okay. Ja, eigentlich reicht ja auch, wenn du Gras abbaust, ne? Das ist alles nicht. Ja, aber das ist. Da findet man ja nur die Seeds. Ich finde aber schon das Fertige. Ah, okay. Ich bin total in Noob, was das Ganze betrifft. Mit den okay, ganzen ja, neu ist das, für mich ist das alles neu. Ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ich wollte jetzt ein bisschen Rohstoffe farmen und erstmal anfangen, so ein Tinkers Konstrukt, das ganze Gedöns da zu bauen. Ein Tinkers Konstrukt. Und dann mein Haus und alles so dazugehört halt. Hast du eigentlich einen Timer, oder? Ich habe einen Timer und den habe ich gerade eben erst gestartet. Okay, und wie lange nimmst du im Normalfall auf, so Durchschnitt? Nimmst du 28, weil Intro und Outro, also... Okay, also 28 sonst. Minuten, okay, verstehe. Mm. Okay. So, ich hab 3 Lugagitsch. Weißt du, was Lugage ist? Ja, ich hab auch so eine. Die läuft mir dann hinterher. Das ja, cool. ich hab 3 davon. Ja, so, schnell weg von meinem Haus, schnell weg. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob du da irgendwie, weißt du, ich bin gerade so richtig vorsichtig aus meinem Haus raus, ne? So, Tür auf. Schnell nach vorne gerascht, umdrehen, Tür zu und schnell nach hinten weg. Gott, ich hätte da ehrlich gesagt auch totalen Bammel. Und ich habe ein Villager-Dorf gefunden, das ich in den letzten paar Folgen ausgeraubt habe. Okay. Du, ich habe eine andere Frage, ne? Wie ist das mit dem Rucksack? Ich habe so ein Backpack, ne? Mhm. Kann ich das nur equippen, wenn ich meine Rüstung aus habe? Was ich so im Welches Backpack? Das ist das braune? Ja. Ich glaube, das stellst du irgendwo auf dem Boden auf oder so. Ja, aber wenn ich das abbaue, ne? Ja, dann kriegst du das Zeug, was in dem Rucksack drin ist. Ja, wenn ich das abbaue und in mein Inventar tue und dann tue ich es wieder raus. Ja. Ach du Scheiße. Vielleicht sehe ich das zu kompliziert. Moment, ich muss nochmal was ausprobieren. Ja, weil ich habe das nämlich dann hingestellt, zwei Sachen reingetan, habe das abgebaut, ins Inventar genommen und dann habe ich es wieder hingestellt und dann waren alle Sachen weg. Okay. Ja, das ist komisch. Das weiß ich nicht. Vielleicht benutze ich es. Nur, ich glaube, du hast doch das falsche Backpack gemacht, ne?
Ich habe gar kein Backpack gemacht, das hat ein Skeletthund dabei. Okay. Naja, normalerweise sind solche White Packbacks oder so. Wenn du jetzt beim Inventar Backpack eingibst, findest du verschiedene Farben, ne? Hm? Und genau die sind richtig. Nur sind die halt ein bisschen schwer zu machen, weil du sehr viele Strings dafür brauchst. Ich hab's da einfach, ich bräuchte eigentlich nur runtergehen unter mein Haus. Da habe ich nämlich einen Spinnenspawner. Na gut, das ist ganz praktisch, das stimmt. Aber ich habe mittlerweile auch noch nichts gemacht, weil ich auch noch nicht runtergegangen bin. Im Spinnenspawner. Ich bin nämlich gerade noch immer, auch wenn es jetzt Nacht ist und als Fledermaus man in der Nacht nicht gerade gesehen wird, also nicht gerade so gut gesehen wird, bin ich immer noch irgendwie in Pammel. So, nee, Hilfe, weißt. So, ich habe das Barleyfeld wieder gefunden. Und zwar ganz kurz zu deiner Info. Barleyfeld kennst du aber, oder? Das sind so Riesenfelder mit Weizen aushinden. Barley. Okay. Ja, das ist so richtig, richtig Riesenbiome. So wie Dschungelbiome sind groß, ne? Und die farme ich gerade ab. Oh, leckt es gerade so stark? Es hat gerade geleckt, habe ich das Gefühl gehabt, ja. Ja, hat's wirklich, ja. Gefühl, ich muss echt die Rüstung ausziehen. Also mit den einem Packback kenne ich mich leider nicht aus. Das ist. Ich versuche jetzt mal das, was ich gelesen habe. Falls das stimmt, dann darf ich keine Rüstung anhaben, um den Backpack auszurüsten, den braunen. Das wäre dann ein bisschen doof, ne? Es wäre ein bisschen sehr dämlicher. So, warte, jetzt stelle ich die Lugage auf. Auf den Boden mit dir, auf den Boden mit dir, auf den Boden mit dir, du auch, los! Ja, und jetzt sammle ein, Alter. Also, die sammeln nämlich alles ein, was da am Boden liegt, ne? Ja, ich finde es süß. Ja, ich finde es auch super, aber die laufen dir aber auch durchgehend nach. Fall ja nicht runter, Alter. Fall nicht runter! Boah. Weil, weißt du jetzt, ich baue nämlich jetzt nur noch ab und die erledigen den Rest. Okay. Ja, ich habe das letzte Mal habe ich eine verloren und da, das war mir ein bisschen blöd, fand ich. Boah, es laggt. Hilfe! Nein! Boah. Irgendwie funktioniert das Backpack nicht so, wie ich das will. Ja, am besten machst du einen anderen. Einfach mal und dann. Mach ein anderes Backpack. Ich habe ein Luggage dabei, aber das ist eben jetzt, wär eh dann wahrscheinlich zurückgehen. Weil ich bloß eine Luggage hab. Aber ich muss wirklich sagen, es laggt wirklich ein bisschen, ne? Ja. Aber jetzt Server-Side, nicht auf dem PC jetzt so. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das hatte ich nämlich auch gerade, das Problem. Da konnte ich mich nicht mehr drehen. Aua. Aluminium Ohrberry. So, sammelt das Zeug an, bitte. Seid so nett. Dankeschön. Das hier auch noch. Ja, brav. Was? Alles einsammeln, Leute. Alles einsammeln. Hier, schau. Alles recht unheimlich, muss ich zugeben. Hast du schon mal Attack of the B-Team gespielt? Nee, ist alles neu für mich. Okay. Alles komplett. Ich meine, ich habe erst vor einem Jahr mit Minecraft angefangen und ach so, okay. Ich kenne hier keinen einzigen Mod. Aber deswegen sag ich ja, für mich ist das absolut. Ich find's cool. Ich lerne jetzt hier einen Haufen neue Sachen kennen und das ist von. Wow, eine Bat. Eine Bat? Hilfe, hier ist eine Bat. Ja, schau sie an, dann siehst du, ob es ein anderer Name ist. Nee, ist alles original. Passt. Gut. Da krieg ich nämlich schon einen halben Herzinfarkt, weißt du? Ja. Creeper, eine Bat, ist alles da. Was da am besten fliegst du einfach als Mensch herum, wenn du die Gene hast, weißt du? Weil? Naja, weil du brauchst dich dann nicht mehr zu verwandeln und dann hat dein Team zum Beispiel. Stell dir mal vor, das ist mir passiert. Der Typ hat, der Daniel. Sprachgewalt. Wegen Teamkill, ne? Ja, genau. Der hat eine Spinne getötet, bei ihm hat es so geleckt, dass er gesagt hat, hey, ich bekomme Schaden von der Spinne. Da war dann genau noch eine Spinne auf dem Fleck, wo er gerade war, ne? Mhm. Und ich habe die Spinne getötet und es war er. Weil es bei ihm so geleckt hat, wusste er noch nicht, dass er die Spinne ist. Und das ist halt ein bisschen schade, ne?
So, Luggages. Sammelt alles ein, Wiese. Wow, 4 Zombies auf einmal. Das ist schön. Ach, hast du eigentlich schon mal ausprobiert, Massenvernichtung im Neta zu machen? Oh Gott, nee. Das ist richtig, richtig super. Als Fledermaus einfach um einen Block höher fliegen, als dass sie sich schlagen können. Die Zombie-Pigments und dann einfach draufschlagen. Okay. Massenvernichtung pur. Mach ich auch hier so. In der normalen Welt. Außer bei Creepern. Oh nee, Hilfe. Creeper, die Austin, Twitch. Ich hab jetzt auch gerade 2 Creeper gekillt hier. Moooooh. Das ist ein bisschen unheimlich im Moment. Wie lange es braucht, dass der Hit zählt, das ist ein bisschen traurig. So, und zwar, kurzer Tipp, falls du mal irgendwie ein eigenes Feld hast, ja, damit du nicht alles einzeln abbauen musst, kannst du dir eine Sichel machen. Die baut nämlich 4x4 Felder ab. Ah, eine Sichel, okay. Gott, was ich mir alles merken muss. Oh mein Gott, ein Creeper-Jockey! Oh nee, Hilfe! Was machst du denn? Ja, ich bin bei dem Feld und bei dem Feld spawnen einfach eindeutig zu viele Monster. Eindeutig. Okay. Wie bist du eigentlich schon ausgerüstet? Wie schaut denn deine Rüstung aus? Ja, ich habe eine Dia-Rüstung im Moment. Okay, und Schwert? Alles Dia. Ach so, okay, ja, ich auch. Aber unverzaubert im Moment noch. Ich habe schon 43 Level. Ja, aber die kriegt man richtig schnell. Die kriegt man so schnell. Überhaupt, wenn du im Neta bist, im Neta brauchst du eine Folge für 30 Level. Oder, nee, okay. Deswegen muss ich zurück und muss ganz dringend hier ein Enchanting Table bauen. Also wenn eine Folge so 20 Minuten lang sind, hast du 30 Level. Das heißt, du hast ungefähr, ja, ich sag mal 50 Level pro Folge, 40, 45 Level pro Folge im Neta. Lapis. Und du bist gerade am Ressourcenfarmen? Wenn du schneller Ressourcen farmen willst, nimm den Minions-Mod. Minions, okay. Dann bauen die nämlich für dich die ganzen Gänge. Aber okay. Sie kosten deine eigenen Hungerleiste, ne? Ja, ja gut, irgendeinen Haken muss ich halt immer haben, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Ich muss mich erstmal hier wenigstens mal mit den Grundsachen ausstatten, damit ich nicht nochmal zurück muss, ständig. Damit ich mich mal um den ganzen Sachen kümmern kann, mit den ganzen Mod-Gedönster. Ist dein Haus in der Safe Zone? Ja. Ach, schade. Ja, nur so, dann ist mein Haus das einzige, das nicht in der Safe Zone ist, oder was? Wieso hast du dir denn dein Haus nicht in der Safe Zone gebaut? Ja, weil mein Haus riesig sein soll. Ich weiß nicht, wie weit die Safe Zone reicht, das ist ja das Problem. Das ganze Biom ist die Safe Zone. Ja, das Bergbiom meinst du jetzt, ne? Ja. Ja, ich bin aber schon unten vom Berg. Das ist schlecht. Boah, wie viele Zombies hier einfach auftauchen. Da, Leute, sammelt das ein, Leute. Ich habe euch nicht umsonst hergebaut. Ihr sollt das alles einsammeln. Hören wir nicht auf dich, wa? Ja, nee, Alter, wie viele Mobs. Manchmal übel. Hast du irgendwo einen Spawner in der Nähe oder was? Nein! Es ist dunkel einfach. So, erster Mob. Zweiter Mob. Dritter. Ich sollte eher auf den Skeleton gehen, oder? Würde ich sagen. Huppala, huppala. Aua! Hilfe! Das tut schon langsam sehr weh, Uni! Oh Mann, jetzt explodiert auch noch ein Creeper, ne? Man kriegt's einfach nicht hin. Man kriegt den Creeper nicht tot, wenn 2 Skeletons währenddessen dich immer wegschießen. Sehr schlecht. Die Zombies fangen an zu brennen, das finde ich süß. Hey, da ist noch ein Skeleton. Das ist keine Chance gegen mich hier. Da stirb einfach. So. Ah, da ist noch einer. Hoppala. So, erledigt. Du Zombie stirbst auch. Du auch. Oh, Baby-Zombie tot. So. Baby-Zombie tot. Okay. Wo habe ich denn das ganze Feld zerstört? Da vorne, ne? Wahrscheinlich. Hä? Lol. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Die ganzen Items sind weg, oder was? Habt ihr schon so viel eingesammelt, meine Freunde? Bleibt mal stehen! Hallo, stopp!
Ja, es geht. Ein bisschen geht noch. Zack, 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 zack. Einer geht noch rein. Einer kann's noch sein. Hey. So. Galacticraft. Da ist ein Schwein, finde ich süß. Ey, Laggy. Lol, ich hab Silikon gefunden. Lol. Ja. Das? Silikon. Ja, natürlich. Ist gut? Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß, keine Verwendung im Spiel. Galacticraft steht da. Okay, ja, ich weiß leider keine Verwendung im Spiel. Ich nehme es einfach mal mit. Wer weiß, für was es ist. So, ich flieg wieder nach Hause. Ach, Kisten. Ich muss euch mitnehmen. Beinahe vergessen, ey. Kommt hier zu Papa, hallo. Hier bin ich. Zack und muss man auf jeden Fall noch ein paar Luggages bauen. Ja. Hä? Ich hab 3 Luggages abgebaut und hab nur 2 im Inventar. Was da los? Das da nicht... fehlt wohl was, mein Freund. Das ist aber nicht deren Ernst, ne? Doch. Lol, ich hab 3 abgebaut und hab nur noch 2 zurückbekommen. Naja. Man muss auch Verluste machen. Das ist, klar. Man muss nicht, aber man kann. Man sollte aber nicht. Ja, ey, sollte man wirklich nie. Was soll das denn? So, ich baue ein paar Blätter ab und nehme mir ein paar Blätter mit. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich lass nur die Stängel von den Bäumen stehen. Den Rest baue ich ab mit meiner Schere, ey. Hier ist eine Bed. Bed? Bed, bist du eine Bed? Bleib hier, bleib hier. Bleib hier, ich muss gucken, ob du eine Bed bist. Du bist doch in einer Höhle, oder? Ja. Okay. Hast du schon mal eine Fledermaus getötet? Ja, schon, ne? Ja, klar, ich bin nur eine Fledermaus. Okay. Ich bin doch selber eine. Also ich werde jetzt nicht als Fledermaus herumfliegen, sondern als Gas, damit ich ja zu sehen bin. Nein. Ja, ein bisschen blöd, ne? Wenn ich gleich hier das seht und dann. Ich fliege als Wasp herum. Als Biene. Ah, als Wespe. Biene, Alter. Das ist natürlich nicht schlecht, aber. Wo gibt's die? Aber auch nur im Nether, wie Nether, ich das ja mitbekommen hab, ne? Okay. Naja, ich war noch nicht im Nether. Das sind also Sachen, die bei mir auch noch auf der Liste stehen. Aber noch habe ich überlebt, ne? Das ist ja. Noch haben wir überlebt. Jetzt hab ich's verschrien, jetzt finden sie dich in deiner Höhle. Ja gut, aber du hast ja von dir geredet, nicht von mir. Ach doch, von uns habe ich geredet. Ich will nicht, dass wir sterben. Wir sind zu jung zum Sterben. Geht nicht. Das stimmt wirklich, wir sind wirklich sehr jung. Das ist... Wir können nicht sterben. Das ist immer noch das Beste. Ich werde nämlich immer noch gefragt, hey, wie alt bist du denn? Und ich sage okay. Immer, sag ich nicht. Hm? Ich weiß es. Du weißt es wirklich? Versteh ich nicht. Ja, du hast mir das schon gesagt. Die Diskussion hatten wir schon mal. Weiß gar nicht. Mehr. Hm, gestrandet. Meister. Okay, weiß ich nicht. Kann mich nicht mehr erinnern. Er weiß es nicht. Schlechtes Langzeitgedächtnis, tut mir leid. Er weiß es nicht. Ja, Alzheimer kommt halt schon früher, ne? Ja. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Oh Mann. So, ich bin jetzt gerade bei einem Berg. Ich weiß gar nicht, wo Team Blau gerade ist, ne? Vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht wissen, ne? Ja, aber... Ich sag's mal so, wenn sie in der Safe Zone sind und wir sind dann in der Safe Zone und fliegen weg von der Safe Zone, dürfen sie uns verfolgen. Ja, schon. Dann bleibt doch einfach in der Safe Zone. Hä, da ist schon wieder ein Balefeld. Wohin fliege ich denn? Ich bin verkehrt geflogen. Oh, nee. Hilfe. Hilfe. Da ist noch ein Balefeld. Ja, voll geil, Alter. So viel Essen, ne? Einfach der Hammer. So, warte, ich werde mich wieder anders verwandeln. Ich werde mich wieder verwandeln in... Pet. Die ist einfach, die ist einfach kleiner, weißt du? Bett ist einfach kleiner und ist schwerer zu sehen. Ja, vor allen Dingen kannst du auch durch 1x1 Blöcke durchfliegen. Ja, das kann man als Wespe auch. Na gut, das wäre jetzt so blöd, wenn du als Wespe... größer wärst als eine Bett. Ist man aber. Also hier stimmt was nicht. So, warte, ich bin gleich in der Safe Zone. Ja! Warte mal, der hat einen schönen Hut, den brauche ich.
Ja! Hut unlocked, Winter Cap! Yeah! Hut unlocked, Winter Cap! Yeah! Ja, das sind Achievements, aber es sind irgendwie dann doch Achievements. Oh Gott, ja. Wer hat jemand gemeint? Der liebe Herr Spielpirat meinte einfach mal, ne? Er ist ungefähr jetzt hier um 15.15 Uhr und stört dann einfach unsere Aufnahme. Ne? Er kommt einfach rein mit Tiergeräuschen und so weiter. Ne? Das ist. Okay. Nur so als Vorwarnung für dich, ne? Das ist ja. Kriege ja nicht deswegen einen kleinen Herzinfarkt oder so. So genau. Ja, hier hat jemand 4x4 Blöcke ausgegraben, einen ganzen Gang entlang. Also war schon mal jemand hier. Ja. Jetzt kriege ich aber echt Angst. Kann sein, dass da schon jemand da war. Wobei, warte, das geht doch nur mit einem Hammer, so ein 4x4 Feld, oder? Bin ich gerade. Müsste ich gehen. Ich weiß es nicht, echt nicht. Precision. Deutsch. Ich hab keinen. Precision. Sledgehammer. Da haben wir ja was. Stone Sledge. Lost Change. When all you've got is a hammer. Ja, das werde ich mir dann machen, wenn ich da bin. Macht man sich aus Plastic Sheets. Die macht man sich aus Raw Plastic. Und das kriegt man aus Rubber Bar. Und das bekommt man auf Ball of Glue. Und das bekommt man aus. Ach, keine Ahnung. Das ist eindeutig zu viel. Oh Gott, ist das kompliziert. Ey, echt jetzt mal. Das ist so viel. Ja, ne? Ja, soll ich das merken? Ich verstehe das auch nicht, ey. Was soll das? Hier steht eine Truhe. Wirklich? Mitten eine Truhe mitten auf dem Feld. Und die ist leer. Warte, ich mach mir mal ganz kurz was. Ich würde nämlich gerne wissen, wie das jetzt dann wirklich ist. Und zwar, ich probiere jetzt gerade einen Hammer zu machen, ja? So ein Sledge. Mhm. Bin aber gespannt, ob das überhaupt geht. Alter, warum habe ich durchgehend so ein verdammtes Ladezeichen hier auf meinem PC? Ey, was soll das? I don't know. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. So, warte. Oh Gott, das Lied, das war mal ein totaler Ohrwurm. Ne, das ist der Hammer. LOL! Ich weiß, warum da jetzt ein Ladezeichen war. Oh nee. Warum? Naja, es gab, beziehungsweise gibt, für kurze Zeit, Battlefield 3 umsonst auf Origin. Ich habe gestern den Download gestartet, da waren die Server bei mir down. Und jetzt hat er fertig runtergeladen. Super, ne? Ah ja, na gut, das macht Sinn. Ist so. Okay, mit dem Sledge wird nichts abgebaut, habe ich gerade bemerkt. Ja, voll der Shit hier. Na gut, ist halt blöd, ne? Wenn du mit dem Sledge nur Sachen zerstörst, dann zerstörst du ja auch die Items. Die Erze, weißt du? Ja. Wenn ich das richtig sehe. Ist ja blöd. Makes no sense. So, jetzt schaue ich mir das mal kurz an. Ich schaue mal kurz ein paar Werkzeuge an. Es gibt nämlich noch extra Werkzeuge, denke ich auch, von anderen. Ja, ich habe so eine Rose an der Spitzhacke, die repiert sich selber. Okay. Die hat mir Chico gemacht, der kleine Chico. Und wo hast du die, hä? Und wo hat er die? Chico ist eine sie, erstmal. Weiß da los. Entschuldigung! Sie kennt sich halt mit dem ganzen Zeug ziemlich gut aus. Sie hat es ja irgendwie gecraftet. Das geht auch mit dem Tinker's Construct. Ach so, oh nee, mit dem kenne ich mich nicht so gut aus. Nee, ich auch nicht, aber das ist halt was ich als nächstes machen will, wenn ich jetzt hier meine Inventar voll habe. Tinker's Construct? Und zurückfliege, will ich das mal machen, genau. Spear of the Huntsman. In meinem anderen Bildschirm schon die Wikis aufgemacht. Okay. Pages, damit ich dann mal anfangen kann. Okay, warte, weiter. Boah, wie viele Blöcke es einfach nur gibt, ne? Ja, ne, unendlich viele. Du kannst mir dann eine Lumberjack-Ex machen, gell? Wenn du so nett bist. Mit Tinker's Construct. Okay. Ich muss mal gucken, wenn ich das. Dann alles gebaut habe, werde ich sowieso ein paar Tools machen und probieren. Okay, ich habe jetzt keinen Hammer gefunden. Schade. Aber es gibt Excavator. WT und F. Oh, schon wieder nur mit Tinker's Construct. Was willst du denn von mir? Alles, was ich finde, geht nur mit Tinker's Construct. Was soll denn das, ey? Oh, irgendwie leckst du aus irgendeinem Grund. Warum? Ich weiß es nicht. Verrat du es mir. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der TeamSpeak leckt. Der ganz, ganz derbe. Also bei mir ist es legfrei.
Oh. Jetzt klingst du wieder normal. End of stream. Das ist nicht gut. Logging in. Ich hab's ja auch. Hallo. Also. Ich würde sagen, wir machen gleich mal an der Stelle Schluss, wenn das Discovery Aufnahme sowieso gerade unterbrochen ist. Ich bin schon wieder da. Er ist schon wieder da, okay. Entschuldigung. Dann bleib mal drin. Ja, ich war nur dir zuliebe, nicht, dass hier es die Probleme gibt, weißt du? Ja, klar. Na, aber diesmal ist Minecraft hat sich nicht aufgehängt, sondern nur Disconnect gehabt. Ja, das hat sich angekündigt. Ja, ne? Schon. Ich weiß aber nicht wieso. Du fragst mich zu viel. Ich weiß es auch nicht. So. Gott, ich hab hier eine Höhle, ist unglaublich. Lol. Nee, das will ich nicht. Will ich nicht. Ich habe drei Stacks Brot, glaube ich, ungefähr. Oh, cool. Ja, super. Das ist total süß. Was mir auf jeden Fall nicht gefällt, ist das bei meinen Lugagitsch. Ach, wie geil ist das denn? Ich weiß, warum ich nur zwei solche laufenden Truhen bekommen habe. Weil die eine laufende Truhe die andere aufgefressen hat. Lol. Du hast Truhen-Inception gemacht. Lol. Schnell, ich hab ein Problem. Was denn? Wo denn? Okay, ich hab doch keins. Was denn? Ich schwimme und ich bin eine Bat. Ich kann nicht unter Wasser sein. Ah, fuck. Jetzt hätte ich mich beinahe selber umgebracht. Oh. Nancy. Schon cool. Okay, ein bisschen. Nach Hause zu fliegen. Das hat schon was, ne? Also. Selbst umbringen ist schon interessant, mal. Ja, total. Ein interessantes Erlebnis, muss ich ehrlich zugeben. Das ist schon. Ja, doch, könnte ich mir vorstellen, dass es interessant sein könnte. Ja, wir wollen das mal nicht machen, ne? Wir wollen es mal nicht selbst. Ich könnte mal ganz gemein sein, so. Ja, probier das mal aus und schreib mir in die Kommentare, wie es war. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir ignorieren das Ganze jetzt und werden jetzt mal versuchen, nach Hause zu kommen in die Safe Zone. Das ist erstmal mein erstes Ziel, was ich jetzt noch habe. Okay. Und wenn wir dann mit der Aufnahme fertig sind, werde ich nochmal telefonieren, weil in der Zeit hat mein Telefon ganz stumm geklingelt. Mein Bruder wahrscheinlich vergessen hat, meiner Mutter die Information zu übergeben. Also wirklich, was soll denn das, ja? Sowas geht nicht, ernsthaft. Er wird gleich im Keller schlafen müssen heute Nacht, wenn er so weitermacht. Das reimt sich im super. Keller, ja, super, ja. Ich sitze vor meinem Haus, ich hab's geschafft, ich werde nicht sterben. Das ist aber schön. Ja, das ist total toll. Das ist absoluter Wahnsinn. So, bin drin, dann auch. So, dann mach ich das da rein. So, okay. Dann, ich sollte mal irgendwie meine Sachen sortieren. Das wäre auch mal... Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, weil ich klatsch gerade alles mal so permanent einfach in die Truhen rein und habe kein System. Ist No-Go. Aber das kann ich erst machen, wenn ich hier das Haus weiter fertig gebaut habe. So, pass auf, dann mache ich das so. Pass auf. Das ist ganz interessant. Holz raus. Das war's an Holz in dieser Truhe. Ich nehme jetzt einfach das ganze Holz aus jeder Truhe raus. Alles, was mit Holz zu tun hat. Crafting Bench, dieses Holz. Mehr Holz habe ich in der Truhe nicht. Da ist Holz. Bei mir ist Holz Mangelware, obwohl ich im Wald lebe, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Hat er sich doch Tatsache ausgesucht, nicht in der Safe Zone zu bauen? Du bist da, hast du schon. Ja, da. Siehst du mein Haus etwa? Nö, aber du hast es doch gesagt selber. Ja, ey, es ist weg vom Berg. Also, meiner Meinung nach, weg von der. Oh nee! Monster klopfen an meine Tür, Hilfe! Das meine ich ernst. Ja, ich muss trotzdem lachen. Also. Ah! Oh mein Gott, Hilfe! Boah! Erschreck mich nicht so, Hilfe! Das war jetzt gerade Herzinfarkt, Alter. Lebst du noch? Ja, aber boah, war das ein Herzinfarkt, ey. Weißt du, wie lange war? Weißt du, das war so, pass auf. Das steht ein Zombie vor der Tür, ja? Ich mach die Tür auf, attackieren, auf einmal springt ein anderer Zombie von meinem Dach runter. Und ich dachte schon, das wäre einfach ein Spieler, der sich als Zombie getarnt hat. Boah. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, mit der Möglichkeit, dass Spieler sich verwandeln können, ist es halt um einiges, es ist halt um einiges spannender, ne? Weil du halt nicht weißt, wer da gerade da ist. IA, ich wusste es, Mann, ich wusste es. So, meine lieben Freunde, da kommt jemand da. Oh, wir müssen die Folge beenden. Wir sind bei 30 Minuten, oh mein Gott.
Und das auch. Also Hilfe! Sagen, bis dann und tschüss! Ciao!